Ja, der berühmte Schauspieler Till Schweiger hat sich im Internet zu Recht aufgeregt darüber, dass die Leute noch nicht mal in der Lage sind, den 2-Meter-Abstand einzuhalten. Ja, auch wenn man aus naturwissenschaftlicher Sicht sehr kritisch ist, aber es ist ja wirklich eine Kleinigkeit, wie Till Schweiger wirklich sagt, wenn man auf dem Weg ist, sozusagen, dass man so weit wie möglich nach rechts geht und die anderen auch, die entgegenkommen, auch so weit wie möglich nach rechts gehen. Aber er zeigt, es hat eben recht damit, so viele Leute haben gar nichts mehr mit diesem Staat zu tun, dass sie das auch nicht interessiert, dass es jetzt im Moment sozusagen ja auch keinen Grund gibt, auch wenn man noch so kritisch gegenüber sozusagen der Medizinhörigkeit unserer Gesellschaft, unserer Politik und unserer Medien ist sozusagen, dass es ja trotzdem niemandem wehtut, einfach mal diese 2 Meter einzuhalten, wenn nun mal das gerade so sozusagen jetzt vorgeschrieben ist, das tut einem nicht weh. Da hat also Till Schweiger schon recht, aber das zeigt eben auch, dass er da diese Kritik äußern muss, zeigt ja eben auch, dass so ganz viele Leute mit dieser Gesellschaft nichts mehr zu tun haben. Ja, der NDR hat also sozusagen einen Bericht da gesendet, auch im Internet veröffentlicht, wo 2 darmkranke Journalistinnen sozusagen, die sozusagen von ihrem Arzt sozusagen verschrieben bekommen haben, nicht mehr rauszugehen, ja, wo die eben Sendungen machen und wie sie Sendungen produzieren, ja, und zwar über Verschwörungstheoretiker. Und also das Tragische ist erst einmal, dass man merkt, aha, also unsere Medien, das ist keine, ganz aus naturwissenschaftlicher Sicht, sicherlich keine Planung. Man sieht anhand diesen Journalistinnen, die sich ja auch da ganz persönlich zeigen, einfach, dass es sich einfach nur um Leute handelt, die eben keinerlei naturwissenschaftliche Bildung haben, deswegen keinerlei kritische Distanz haben und eben einfach als Menschen schon ganz einfach expertenhörig sind, medizinhörig sind, arzthörig sind. Wie gesagt, für die sind die Ärzte nicht Halbgötter in Weiß, sondern das sind Vollgötter in Weiß. Und denn dadurch finden die auch gar nichts, dass der Arzt sie sozusagen sagt, ja, bei ihrer Darmerkrankung sind sie Risikopatient, ja, anstatt dass den jungen Leuten einfach mal gesagt wird, den Damen gesagt wird, hier, sie müssen erstmal ein paar Tage total fasten, ja, und dann müssen sie eine radikale Ernährungsumstellung machen, dass ihr Darm so krank ist, weil ihnen die Ärzte nie gesagt haben, dass sie sich ihr ganzes Leben sozusagen so falsch ernährt haben, dass sie wahrscheinlich auch ihre ganze Darmflora grundsätzlich zerstört haben. Wahrscheinlich brauchen solche Leute eine natürlich optimal gemachte Form von Stuhltransplantation von kerngesunden Gemüseessern und Obstessern und so weiter, dass überhaupt der ganze Darm sich wieder fängt. Aber das würde ja, und das verstehen solche jungen Leute nicht, ja, dass es eben einen riesen Unterschied, dass es genau das Gegenteil ist, Verschwörungstheorien und naturwissenschaftliche Analysen. Ja? Also hier das Beispiel. Bleiben wir bei den NDR-Damen. Ja? Hier hätten wir einen Hausarzt, der im Rahmen des sozialmarktwirtschaftlichen Systems, der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, zu dem wir ja auch gleich noch kommen werden, und sozusagen, also das der kapitalistischen Marktwirtschaft sozusagen, da hätten wir den Arzt, der den jungen Damen sagen würde, hier hoppla, Darmkrankheit, das ist nichts, was so bleiben muss. Ihr seid wahrscheinlich von Geburt an falsch ernährt worden. Eure ganze Darmflora ist wahrscheinlich denaturiert. Und ihr esst ständig lauter krankmachende Sachen, ja, und wir müssen also eure ganze Ernährung und alles völlig neu aufstellen. Wir müssen vielleicht
für eine neue Darmflora sorgen und so weiter. Und als erstes muss sich alles erstmal erholen, indem ihr erstmal fastet und so weiter. Ja? Und das heißt, so ein Arzt, der würde ja diese jungen Damen nicht als Dauerpatienten haben. Ja? Dem würden ja zwei Kundinnen nach einiger Zeit fehlen. Der würde ja die Leute hinaus therapieren in die Gesundheit. Ja? Und der andere Arzt, das ist der Arzt, den die tatsächlich haben, der also sagt, ja, ihr seid Risikopatienten, jetzt müsst ihr zu Hause bleiben, ihr dürft euch keinen Fall der Gefahr einer zusätzlichen Corona-Infektion aussetzen und so weiter. Und nee, Ernährungsumstellung braucht ihr nicht, Fasten braucht ihr nicht, Stuhltransplantation braucht ihr nicht, ihr braucht keinen totalen Neuaufbau einer Darmflora, nein. Und sozusagen solch ein Arzt, auf den dann auch noch diese jungen Damen, den die als Gott in Weiß betrachten sozusagen, der macht richtig Umsatz, denn der behält ja alle seine Patienten. Ja? Die Leute, die er betreut, da geht er nicht an die Ursache ihrer Erkrankung ran, sondern kümmert sich nur um die Symptome und betreut die Leute nett und so weiter, weswegen sie ihn ja auch mögen und so weiter. Aber der macht in der Marktwirtschaft das Geschäft und der kann viele Kinder ernähren, hier zwei Kinder, dann in der nächsten Generation drei Kinder. Und der kann eben ein ganzes Imperium von Medizinprofessoren, eine ganze Familiendynastie der Medizinprofessoren begründen, während dieser Arzt, der den Leuten hilft, der also die Leute, die zu ihm kommen, sozusagen in die chronische Gesundheit entlässt, der geht pleite in der freien sozialen Marktwirtschaft. Ja? Und dieses Wissen, das ist naturwissenschaftliche Analyse. Das ist also das Gegenteil von Verschwörungstheorie, sondern das ist die naturwissenschaftliche Beweisführung, dass sich notwendigerweise gewinnbringende Irrtümer im Gebäude der Medizin anhäufen müssen, zwangsläufig. Ja? Und wenn das diese jungen Damen gelernt hätten in der Natur, als naturwissenschaftliche Grundausbildung, ja, dann würden die auch ganz anders berichten. Ja? Die berichten halt so, wie sie berichten, weil sie Gläubige sind, weil sie eben keine naturwissenschaftliche Ausbildung haben und deswegen dann sozusagen ihren Arzt für den Gott in Weiß halten. Warum, also diese jungen Leute sind einfach nur Opfer, ja? Und während ja Verschwörungstheoretiker sagen würden, ja, das ist alles geplant, da werden Strippen gezogen und so weiter, ja? Schluck Wasser, sorry. Ja. Nächster Aspekt, Verschwörungstheorie, ja? Da man muss sich mal um den Unterschied zwischen naturwissenschaftlicher Analyse und Verschwörungstheorie nochmal klar zu machen. Ja? Wie ist das? Die Verschwörungstheoretiker unterstellen ja quasi, dass Milliardärskönige, also hier ja, unser Symbol für den Milliardärskönig, dass also reiche Milliardäre sozusagen sich zusammensetzen würden und in krimineller Weise sozusagen sich verschwören würden, gegen den Rest der Gesellschaft dieser Schaden zuzufügen, um selber Gewinne zu machen. Das ist der Aberglaube, der die Verschwörungstheoretiker kennzeichnet. Dass man kann sagen, dass was ein Systemfehler ist, hier ein Systemfehler, der zu nicht bewussten Irrtümern und deren Multiplikation in den sozialmarktwirtschaftlichen Evolutionsprozessen führt, solche Systemfehler personalisieren diese Verschwörungstheoretiker nur, ja, indem sie sagen, nein, das sind böse Menschen, die sich zusammensetzen und sich verschwören. Und jetzt kommt die Schlüsselfrage. Wer glaubt denn ernsthaft, wer kann denn ernsthaft glauben, dass jemand, der viele hundert Milliarden besitzt oder viele zig Milliarden besitzt oder wenigstens viele Milliarden besitzt,
dass der sich dem Risiko aussetzen würde, in krimineller Weise sich zu verschwören, also eine Straftat zu begehen, mit der er vielleicht trotz seiner Milliarden am Ende doch viele Jahre im Gefängnis landen würde. Warum sollten das denn Milliardärskönige tun? Das ist doch völliger Quatsch. Wenn ich doch so viele Milliarden habe, brauche ich doch, also nur jemand, der diese Milliarden nicht hat, der dürfte bereit sein, das Risiko einzugehen, größere Straftaten zu begehen, um reich zu werden. Also alle die, die noch nicht Milliardäre sind, sind vielleicht bereit, Straftaten zu tun, ja, um dann hochzukommen. Aber wenn sie doch einmal, wenn Leute einmal erstmal richtig reich sind, warum sollen sie dann noch irgendein Risiko eingehen? Vor allem, jetzt kommen wir dann zum nächsten Schritt, vor allem, wo sie doch nur mit ihrem Geld können sie doch Tausende von Lobbyisten bezahlen, die Politik so lange weichklopfen, bis die Politik die Gesetze macht, die die Milliardärskönige gut gebrauchen können. Also dann brauchen sich doch nicht zu verschwören und brauchen doch nicht irgendwelche kriminellen Vereinbarungen und Verschwörungen zu machen, wenn sie das Ganze doch ganz leicht haben können. Sie brauchen nur ein paar tausend Lobbyisten bezahlen, dann werden die Politiker weichgeklopft und werden so lange mit Experten sozusagen überrollt, wobei die Politiker ja auch eben wie die Journalisten Experten heurig sind, und wenn dann genügend Experten, gekaufte Experten sozusagen lang genug auf die Politik und die Medien eingeklopft haben, dann haben doch die, kriegen doch die Milliardärskönige alles, was sie wollen. Also insofern gibt es da gar keinen Grund für eine Verschwörung. Also all die Verschwörungstheoretiker denen fehlt einfach auch das Wissen, das naturwissenschaftliche Wissen, dass allein die Dynamik, die in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus steckende Eigendynamik sozusagen all diese gewinnbringenden Irrtümer hervorruft. Mir fällt gerade 5G ein, da gab es ein Video, wo mal so 20 verschiedene Verschwörungstheorien vorgestellt wurden und teilweise begrüßt wurden und so weiter. Ja, also wenn das mit 5G ist, dann liegt es daran, dass eben hier wieder ein Wissenschaftler war, der sozusagen realistisch forscht und sagt, ja, 5G, da ist unklar, ob diese Strahlenintensität nicht doch irgendwie die Gesundheit der Menschen schädigen kann und so weiter. Ja, der wird halt keine Großaufträge und keine wird sein Lehrstuhl an der Universität wird keine besonderen finanziellen Aufträge der Industrie in Zukunft bekommen, denn ja, der wird dann halt unbedeutend bleiben. Ja, und hier ist halt ein anderer Wissenschaftler, der halt sich irrt und der sagt, nein, also dieses 5G ist absolut harmlos und so weiter, diese Strahlenmenge und Intensität ist völlig harmlos. Und das ist doch klar, dass dann die Industrie, die 5G-Industrie, ihre Gelder in solche Lehrstühle investieren wird. Und sozusagen, da braucht sich doch niemand zu verschwören. Das ist ganz logisch, die Logik dessen, dass eben in der sozialen Marktwirtschaft jeder, der sich irrt, meistens mit Geld überschüttet wird, als Belohnung sozusagen, und dadurch sich die Irrtümer in der Gesellschaft ausbreiten und wir deswegen alle zerstört werden durch die Irrtümer. Ja? Aber dahinter stecken keine verbrecherischen Verschwörer und keine irgendwie Milliardäre, die also sozusagen ihre Freiheit riskieren würden, um dann irgendwelche kriminellen Verschwörungen zu planen. Das brauchen die gar nicht. Die haben die Lobbyisten, die können die ganze Wissenschaft kaufen, die können die ganzen Medien kaufen, die können dort Werbespots schalten und wes Brot ich esse, das Lied ich sing, wenn da ein Journalist sich traut, gegen einen Werbekunden zu schreiben, dann wird das entweder der Chefredakteur ihn entfernen oder das Blatt geht pleite, weil die Industrie einfach ihre Werbung entzieht und dann geht die ganze Zeitschrift pleite und dann ist auch der Journalist, der kritische Journalist wieder arbeitslos. Nein, das ist die interne Konstruktionslogik, die Fehlkonstruktionslogik der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, die zerstört. Und
nicht irgendwelche kriminellen Verschwörungen. Also insofern haben die jungen Damen recht, also Verschwörungstheorien sind natürlich Unfug, ja. Und aber eben, sie verwechseln das, dass das, was einige Ärzte geäußert haben, war, weil sie einige Ärzte wie Dr. Wodak und so weiter, Köhnlein und so weiter, wir haben ja viele auch genannt, die haben einfach ein Stück mehr naturwissenschaftlichen Denkhintergrund und sind deswegen sagen, ja, also wir brauchen eben knallharte naturwissenschaftliche Fakten, um die Dinge zu glauben, um die These von der besonderen Gefährlichkeit des Coronavirus, also der besonderen Gefährlichkeit, die angeblich ja weit über der des Grippevirus, der Grippeviren liegen soll, sozusagen, dafür bräuchte es einfach nur Beweise. Und die Tatsache, dass nirgendwo diese Beweise gebracht werden, lässt also den Eindruck, lässt natürlich vermuten, dass es diese Beweise gar nicht gibt, sondern dass alles sozusagen so gemacht wird, wie es eben jetzt hier im Fernsehen überall geschieht. Überall hier werden Filme gezeigt, die emotional beeindrucken sollen, ja, und die Ausschnitte, jeder Mensch sollte ja eigentlich wissen, dass man mit Bildern jeden Eindruck und jede Emotionalität erzeugen kann, die man will, je nachdem, aus welcher Perspektive man das ausnimmt oder dass man Filmausschnitte macht, die vielleicht in einem Krankenhaus von Millionen Krankenhäusern so sind, wie sie sind und so weiter. Und dann kann man Emotionen in den Zuschauern auslösen. Aber wie gesagt, jeder naturwissenschaftliche Geist, und es gibt ja zum Glück auch einige Ärzte, die einen gewissen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, die überzeugt sowas halt nicht. Ne? Und daran liegt das. Also, Sekunde. Da geht es also nicht darum, dass das Verschwörungstheoretiker sein, sondern eben, wer mehr Naturwissenschaft hat, ist auch kritischer, sozusagen. Und ist auch natürlich total kritisch gegenüber diesen Verschwörungstheoretikern, die also sozusagen meinen, da seien persönliche kriminelle Milliardärskönige, die hinter allem stecken, sozusagen. Und in Wirklichkeit ist es die Eigendynamik der freien sozialen Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall, die ist tödlich, die ist ruinös, und das ist das, was auch Verschwörungstheoretiker dann überhaupt nicht kapieren. Ja, sie sind einerseits sind sie systemhörig und sozusagen und auf der anderen Seite alles, was schlecht läuft, wollen sie Einzelnen, als ob reiche Menschen eben es nötig hätten, eine verbrecherische Verschwörung zu tätigen, wo sie doch schon so reich sind, dass sie null Sorgen haben und niemals mehr freiwillig das Risiko einer Straftat eingehen würden, wo sie sich doch über Lobbyisten und über Geld sozusagen alles kaufen können, was sie wollen, und dazu brauchst dann ja keine Verschwörung mehr. Ne? Das können sie ganz normal alles einkaufen, Experten einkaufen, Journalisten einkaufen, Politiker einkaufen, und dann ist die Sache erledigt. So, dann gucken wir uns doch mal an, was wir jetzt noch haben. Also Dr. Markus Krall, ja, erstmal, was er ganz gut gesagt hat, oder wo ist das? Nee, erstmal gehen wir auf die Kritik ein. Er hat also in seiner Rede, als er diesen Roland-Bader-Preis bekommen hat, hat er also nochmal so seinen zentralen Denkfehler geäußert, nochmal so richtig betont. Ja, in der Evolution ging es uns noch nie so gut wie jetzt durch den Kapitalismus, ja? Und er hat sozusagen als neue Gefahr den Ökologismus, der jetzt den Sozialismus ablehnt, ja, ablöst, Ökologismus als die neue Gefahr sozusagen geschildert. Ja, aber was hat das mit diesem Satz auf sich? In der Evolution ging es uns noch nie so gut wie jetzt
durch den Kapitalismus. Da zeigt sich, dass er eben überhaupt keine naturwissenschaftliche Ausbildung hat, kein naturwissenschaftliches Gespür. Denn sozusagen, zu was kommt man für einem Bild in der Naturwissenschaft? Ja? Also die Menschen, die also Bonobos zum Beispiel beobachtet haben in der Natur, ja? Die zum Beispiel Professor Franz de Waal, ja? Die also, die schildern so etwas von Entspanntheit, von liebevollem Miteinander, von Lebensgenuss und Lebensfreude, von 12-mal am Tag Sex durchschnittlich bei den Bonobos für jedes der Gruppenmitglieder und so weiter. Ja, also da wird also eigentlich ein Bild gezeichnet. So könnten wir uns, so ähnlich könnten unsere Vorfahren ja auch vor 10 Millionen Jahren gelebt haben. Oder auch, wenn wir sagen, nein, vor 10 Millionen Jahren, 12 Millionen Jahren waren unsere Vorfahren in der Evolution vielleicht doch eher so wie die Gorilla-artigen. Aber auch wenn wir uns Gorilla-Gruppen anschauen, also wenn es den Menschen nicht gäbe und als wir Menschen vor 12 Millionen Jahren vielleicht noch Gorilla-ähnlich waren, noch die Männchen noch große Eckzähne hatten und tatsächlich sowas wie Rivalenbedrohungen noch kannten und auch die potenzielle durchaus mal, kann es auch in ganz seltenen Fällen zu einem faktischen Rivalenkampf gekommen sein. Aber trotzdem, wenn wir uns Gorilla-Gruppen von heute an anschauen und deren Entspanntheit sehen, dass die liebevolle Gesamtatmosphäre und so weiter, dann sieht man dort Lebewesen, die einfach viel glücklicher sind als wir heute. Ja? Also das heißt, die Naturwissenschaft lehrt uns also schon bei Betrachtung unserer engsten Verwandten im Tierbereich, dass also da viel friedlicher zuging. Und wir sind eben nun mal mit den Bonobos und den Gorillas und so weiter in vielerlei Hinsicht viel näher als mit den Schimpansen, die wo tatsächlich auch mal Dinge vorkommen, die wirklich nicht so schön sind, aber die kommen ja auch bei den Menschen heute vor, ja. Oder dann, dass wir vor 400.000 Jahren, ja, also dass die ganze Evolution, die ja dann in Richtung verlaufen ist, dass die Eckzähne verschwunden sind, das Gorilla-artige wir verloren haben, wir zu Kommunenlebewesen wurden, also zu kommunistisch-sozialistischen Lebewesen wurden und dann vor 400.000 Jahren wahrscheinlich einen idealen, vollpazifistischen Kommunismus-Sozialismus gelebt haben, der natürlich genau das Gegenteil von dem war, was Dr. Krall als sein Feindbild hat, nämlich für ihn gibt es nur die Schallplatte, für ihn gibt es nur einen Sozialismus, einen Kommunismus und eine Planwirtschaft und die sind natürlich alle böse und des Teufels und vom Todestrieb, vom Fantasierten, der schlimmsten freudschen Entgleisung, vom Todestrieb gekennzeichnet sind und so weiter. Nein, es gibt, vielleicht gibt es Millionen Varianten von Kommunismus und Sozialismus und die Menschheit hat wohl vor 400.000 Jahren in einer von tausenden von Varianten von Kommunismus, Sozialismus gelebt und das voll pazifistisch. Und wenn ich dort sozusagen, schade, dass man darauf keine Kamera halten kann, aber wahrscheinlich würden sie dort Menschen sehen, die 100-mal glücklicher und ausgeglichener und entspannter und liebevoller und genießerischer sind als Menschen heutzutage im Kapitalismus. Also sein Bild, dass also sozusagen die Menschheit, also das früher vor vier, also Krall unterstellt ja quasi,
dass vor 400.000 Jahren alles unglücklich und leidend und krank war und so weiter. Und jetzt kam dann die Segnung des Kapitalismus und hat die Menschheit gerettet und hat sie zum ersten Mal aus elendiglicher Armut und so weiter geführt. Nein, also die Menschen dort, die kannten keine Überbevölkerung. Es ist vor 400.000 Jahren, es war so eben wahrscheinlich noch wesentlich friedlicher als bei den Gorillas und den Bonobos zusammengenommen sind. Also die Bonobos haben nur 400 Milliliter Gehirnvolumen, die Gorillas ähnlich, ja. Und man weiß, dass sozusagen mit der Gehirngröße auch die Friedlichkeit in Arten zunimmt, sozusagen. Also so, dass man sagen kann, wir waren also sozusagen vor 400.000 Jahren ein Bonobo, nur dass wir vor 400.000 Jahren wohl, ich schätze jetzt mal, eher so 1200 oder, ja, ich glaube 1200 Milliliter Gehirnvolumen hatten wir damals wahrscheinlich schon lange, ja. Ja, also ich denke 1200, sogar vielleicht sogar 1300 Milliliter Gehirnvolumen dürften wir damals schon gehabt haben. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich nochmal dreimal so pazifistisch und dreimal so friedlich und so liebevoll waren, wie die Bonobos jetzt sind. Ja? Und das bedeutet eben, und dadurch, dass wir schon vor 4 Millionen Jahren unsere Eckzähne verloren hatten, also das Gorillaartige, also den rivalen Kampf um Frauen sozusagen verloren hatten, also die Eifersucht verloren hatten, waren wir also wohl sehr zufriedene kommunistische, sozialistische Tiere gewesen, Lebewesen gewesen, wobei es keine Rolle spielt, Menschen sind Tiere, also wir sind heute Tiere und wir waren damals Tiere, da ist kein Unterschied, ja. Für einen Naturwissenschaftler gibt es da keinen Unterschied, das ist alles, gehört alles im Bereich der Märchen, diese Unterschiedsherstellung. Wir sind der dritte Schimpanse sozusagen. Neben Bonobo und gemeinem Schimpansen sind wir die dritten Schimpansen. Ne? Ja, und das bedeutet also, dass er eine völlig antinaturwissenschaftliche Vorstellung hat. Und es ist doch ganz klar, wenn er dann jetzt also den Aberglauben hat, vor 400.000 Jahren sei es uns schrecklich gegangen, dann denkt er natürlich, ja, also ist ja klar, dann, dass es uns jetzt halbwegs, dass wir halbwegs irgendwie überleben können, auch wenn es uns oft gar nicht so besonders gut geht, dann ist das ja ein Verdienst des Kapitalismus. Die Wahrheit ist genau umgedreht. Damals waren wir also quasi eher glückselig im kommunistisch-sozialistischen Paradiesgarten Eden sozusagen gelebt und dann kam die Erfindung des Tauschhandels und dann kam eben die Evolution so, dass eben hier ein Händler, der erste Händler, war garantiert noch in der Wahrheit und hat gesagt, ja, lebt weiter so schön kommunistisch und habt euch alle lieb und so weiter, das stärkt euer Immunsystem und ich versorge euch hier nur mit gesunden, herrlichen Früchten und Gemüsen, weil sonst werdet ihr ja krank und so weiter. Und aber vielleicht der hunderttausendste frei sozial marktwirtschaftliche Tauschhändler, der irrte sich dann halt. Und das ist eben, da hat es uns das Genick gebrochen. Ja? Nämlich, weil sich dann zeigte, dass im Tauschhandel selber, im Detail, im Tauschhandel selber steckt der Teufel sozusagen, steckt das Böse. Im System Tauschhandel steckt das Böse, weil dann eben hier, der irrte sich und sagte, nein, also ich stelle jetzt die Lebensmittel her mit Pestiziden, Fungiziden, Glyphosat und dann mit Farbstoffen, Konservierungsstoffen, Süßstoffen, Zucker, Salz und mit allen möglichen Streckmitteln und so weiter. Und die sind genauso gesund und so weiter und die könnt ihr alle essen und außerdem euer ganzes Geschmuse in den Gruppen, das ja eh ekelhaft, widerlich und unkeusch und widerlich und ekelhaft, ihr geht und dann, dass die Kinder so lang gestillt werden und so weiter. Und dadurch
sozusagen bei seinen Kunden reduziert sich sozusagen das Liebesverhalten in den Gruppen und sozusagen und dadurch fangen sie an, konsumsüchtig, kaufsüchtig und esssüchtig zu werden und anfällig für spätere Konsumgüter wie Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten und so weiter. Und dadurch kommt das Elend in die Welt durch den Kapitalismus und nicht, also sozusagen der Unterschied zwischen Kralls Bild und sozusagen, wenn wir mal sagen, hier ist also Kralls Vergangenheitsvorstellung, ja, vor 400.000 Jahren, da lebte die Menschheit in der Hölle und dann kam die Segnung des Kapitalismus und jetzt können wir doch halbwegs mal geradeaus gucken, sozusagen durch den Kapitalismus, durch die freie soziale Marktwirtschaft. Das naturwissenschaftliche Bild sieht ganz anders aus. Wir sehen glückliche und zufriedene Bonobos und Gorillas und wir können erschließen daraus, dass der späte Homo erectus vor 400.000 Jahren wahrscheinlich noch viel pazifistischer, noch viel kooperativer, noch viel sozialer, noch viel sozialistisch-kommunistischer gelebt hat und noch viel friedlicher. Und dass dann eben die Erfindung der freien sozialen Marktwirtschaft das Dr. Markus Krall war und wir heute in der Hölle sind, in einer relativen Hölle, verglichen mit dem, was damals war, einer relativen Hölle heute sind. Und Dr. Markus Krall fehlt einfach die naturwissenschaftliche Grundausbildung, um die Dinge richtig einstufen zu können. Und und deswegen verherrlicht er seine freie soziale Marktwirtschaft und hat das falsche Bild. Auch diese Gefahr des Ökologismus, ja, das ist halt auch, natürlich hat er vollkommen recht, dass der Club of Rome sich wahrscheinlich in allem geirrt hat, ne? Aber, Sekunde. Dass natürlich da auch Prognosen und so weiter falsch waren, das ist ja bestimmt alles richtig. Aber das Entscheidende ist doch, dass hier haben wir den Tauschhändler, der auf die Umwelt Rücksicht nimmt, also auf die Gesundheit seiner Mitmenschen Rücksicht nimmt und für die Umwelt nicht vergiftet, weil diese Gifte kommen ja über die Umwelt bei den Menschen an und zerstören die Gesundheit seiner Kunden. Und der nimmt darauf Rücksicht und wählt dadurch sozusagen, dadurch wird aber seine Produktion teurer. Ja, und unter der Bedingung der freien sozialen Marktwirtschaft wird es wieder irgendeinen Händler oder einen Hersteller oder Händler geben und oder Händler geben, der sich einfach irrt und sagt, nein, ich stelle meine Produkte preiswert her mit der und der Technik und ach, das bisschen Gifte, was dabei frei wird, das tut ja niemandem weh und das schadet niemandem. Und er glaubt das halt auch wirklich, ja. Und dadurch kann er seine Produkte viel günstiger bezahlen, konkurriert den hier aus, treibt den in die Pleite, weil er eben so viel günstiger verkauft und die Leute ihm das alle abkaufen. Nur, dass niemand eben dabei bemerkt, dass dabei die Umwelt immer mehr vergiftet wird und diese Gifte dann in den Körpern der Kunden landen und die Kunden dadurch immer kränklicher werden. Erzeugt die freie soziale Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall eben Umweltzerstörung, Umweltvergiftung und Vergiftung der Menschen damit, ne? Und deswegen ist ja der Ansatz, der Diskussionspunkt, die zweiten Scientists for Future 2 sagen ja, wir haben hunderte von Techniken, den Ausstieg daraus zu schaffen, sozusagen. Aber sie sagen eben auch hier, da soll es demnächst eine neue Homepage bei den zweiten Scientists for Future 2 geben. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen soll, ja. Also hier vielleicht, da können Sie es besser sehen, hier soll es wohl eine neue Homepage geben und so weiter. Aber bis jetzt die alte Homepage, da steht ja eben, wir sollten eben diskutieren darüber, dass die Wohlfühlstimme, also die neue Wahlstimme, Wohlfühlstimme,
könnte sie das Allheilmittel der Menschheit sein. Also einfach als Diskussionsthema. Die haben ganz viele andere Modelle. Wenn die Leute die Wohlfühlstimme nicht wollen, dann gibt es halt andere Techniken und andere Wege. Aber es geht immer darum, letztendlich mit jeder Technik darum, diese bösartigen Systemmerkmale der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, zu beenden. Ja? Also was würde die Wohlfühlstimme zum Beispiel ändern? Da würde dann Folgendes passieren. Dieser Händler hier, der eben billig produziert hat und dabei viele giftige Stoffe in die Umwelt rausgeschickt hat, die dann am Ende in den Menschen landen und deren Gesundheit beschädigen und deren Wohlfühlnoten beschädigen. Ja? Also wenn die Wohlfühlstimme über die Verdienstzuschläge jedes Unternehmens entscheidet, dann wird dieser Unternehmer plötzlich dahin verlagert, in die Aussterbensposition sozusagen, weil dadurch, dass er ja Gift in die Umwelt raussendet, das Gift landet bei seinen Kunden, dadurch haben seine Kunden entwickeln schlechtere Wohlfühlnoten und schlechtere Gesundheitskostendaten. Ja, das habe ich eben gerade vergessen zu zeigen, dass natürlich auch dann das ergänzt werden sollte durch weitere Steuerungselemente, wie die tatsächlichen Gesundheitskosten in Beziehung gesetzt zur Gesundheitskostenerwartungskurve. Ja, würde es also hier so sein, dass also der Unternehmer, der vorher unter Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft sozusagen jetzt unter den Bedingungen einer idealen, bestmöglichen Planwirtschaft, die gekonnt mit Steuerungselementen und Planungselementen, aber auch mit Elementen wie gezieltem Einsatz von Markt, Wettbewerb, Leistungsmessung und Leistungsranglisten und transparenten Leistungsranglisten und so weiter, sozusagen eine Gesellschaft richtig naturwissenschaftlich plant und designt, also ideale Planwirtschaft im Gegensatz zur ungekonnten Planwirtschaft von diesen Stümpern rund um Stalin oder Mao und solchen Leuten. Da würde also jetzt dieser Unternehmer sozusagen mit seiner Vergiftung der Umwelt würde einfach kaum noch was verdienen, keine Verdienstzuschläge bekommen, würde pleite gehen. Es sei denn, er stellt sich um und ändert seine Unternehmensstrategie, dann wird er natürlich nicht pleite gehen. Aber hier der andere, der also ganz klar gesagt hat, nein, in meine Produktion darf ruhig teurer sein, aber ich sende keinerlei Gifte raus. Dadurch werden meine Kunden und auch all mein Umfeld wird nicht vergiftet und dadurch geben die Leute da insgesamt alle bessere Wohlfühlnoten ab, ich kriege größere Verdienstzuschläge und deswegen kann ich dann im Markt sehr erfolgreich sein und viele Kinder ernähren und ganz eine Unternehmerdynastie begründen sozusagen. Ja, es ist so, generell ist es also so, ich fasse nochmal zusammen, Kralls Zentralirrtum. Ha, vor 400.000 Jahren ging es ja den Menschen so dreckig und dann kam die Segnung des Kapitalismus, der freien sozialen Marktwirtschaft und jetzt geht es uns doch wenigstens halbwegs gut. Die Wahrheit ist genau umgedreht. Vor 400.000 Jahren waren die Menschen wahrscheinlich 100-mal glücklicher als wir heute. Da gab es keine einsamen, kaufsüchtigen Singles, da gab es keine Vereinsamung von der Alten und so weiter und lauter Einsame und da gab es nicht jeden Tag 50 Selbstmorde und so weiter, ja, sondern also damals müssen wir von einem regelrechten pazifistischen, urkommunistischen, ursozialistischen Paradies auf Erden, Garten Eden ausgehen, die Raubtiere waren alle besiegt, dazu war, vor 400.000 Jahren hatten wir schon ausreichend Waffentechnik, dass wir also mit Raubtieren wahrscheinlich null Probleme hatten, wir hatten überhaupt keine Gegner mehr in der Evolution sozusagen, hatten ein topfittes Immunsystem, die Viren und Bakterien waren keine Gegner für uns und so weiter. Und dann kam die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, und hat unser Leben, hat uns Krieg gebracht, hat uns Immunschwäche gebracht, hat uns krankmachende, giftige Nahrung gebracht und so weiter, hat unser Leben zerstört und jetzt leben wir halt noch halbwegs, aber wir sind
eigentlich, wir sind infektionsanfällig, wir haben schwache Immunsysteme, wir beschäftigen uns mit einem Coronavirus, über den wir vor 400.000 Jahren einfach nur milde gelächelt hätten, weil wir unsere Immunstärke viel zu hoch gewesen wäre für so etwas. Ja? Und ja, das ist die ganze Irrtumsgeschichte. So, ja. Dann ganz kurz, wo hat Krall wiederum recht? Krall sagt ganz richtig, wir kritisieren ja auch immer diesen Nico Pech mit seiner Postwachstumsökonomie. Richtigen die groß können nur die zweiten Scientists for Future 2, also ein richtiges Postwachstum. Aber an einem Punkt hat Krall natürlich recht, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Krall sagt richtig, Wachstum durch Wissen braucht nicht notwendig mehr Ressourcen. Da hat er völlig recht. Ja? Also sozusagen Wachstum durch Wissen. Ich brauche ja keine Ressourcen zu verbrauchen. Wenn ich also, wie der zeigt das am Beispiel des Computers auf, wenn ich also durch Wissen sozusagen, wenn sich da mit viel weniger Ressourcen viel mehr Wirkung auf kleinsten Platz sozusagen herstellen wird, lässt, dann geht solch ein Wachstum nicht unbedingt notwendig auf Kosten der Umwelt. Ja? Da hat er einerseits recht, aber wo hat er wiederum Unrecht? Er hat an dem Punkt Unrecht, dass eben, ich habe ja eben gerade geschildert, wie der Händler sozusagen die Leute konsumsüchtig und kaufsüchtig gemacht hat. Und verglichen damit kann es tatsächlich eine Postwachstumsökonomie geben. Denn wenn die Menschen wieder glücklich leben dürfen, dann brauchen sie 9 von 10 Konsumgütern nicht mehr, weil es sich da um konsumsüchtige Ersatzbefriedigungsgüter handelt oder um Urlaubsreisen, die alle ja Ersatzbefriedigung für nicht gelebtes Leben sind, ja. Und dadurch geht der ganze Konsum zurück und dann haben wir tatsächlich eine Postwachstumsgesellschaft und können trotzdem noch im Krallschen Sinne durch mehr Wissen sozusagen alles positiv weiterentwickeln. Aber trotzdem hätten wir einen Degrowth und ein Postwachstum, aber eben durch den Abbau der Konsumsucht, ja, und nicht durch etwas anderes. Und nicht dadurch, wie Nico Pech das so eine Art moralischen Appell des Verzichts, das wird nicht funktionieren. Die Menschen, wir müssen, wenn man eine Konsumsucht beenden will, muss man den Menschen erst wieder das Glück geben, was sie vor 400.000 Jahren gehabt haben, also vor 400.000 Jahren dieses urkommunistische, ursozialistische Garten-Eden-Leben müssen wir den Menschen erst wieder zumindest als Möglichkeit zurückgeben, ohne Vorschrift, natürlich ohne Freiheitseinschränkung. Aber als Möglichkeit geben und wenn dann die Leute so glücklich sind, dass sie den ganzen Konsumquatsch nicht mehr brauchen, dann kriegen wir von selbst eine Postwachstumsgesellschaft und einen Degrowth. Und dann so muss man das Thema also insgesamt einordnen. Ja, dann sozusagen Mausfeld, ja, da laufen wieder, da werden ständig seine Videos veröffentlicht, ja. Und ja, also man kann nur sagen, auch Mausfeld schätzt das alles falsch ein. Ja, also Mausfeld, das sind auch alles Irrwege sozusagen. Wollen wir wirklich sozusagen glücklich werden, dann müssen wir hier diesen Milliardärskönigen sozusagen denen wieder ein glückliches Mitleben in glücklichen Kommunen anbieten und wenn sie dann von selbst aus wieder das machen, was wir vor 400.000 Jahren alle Männer gemacht haben, nämlich alles den Frauen und Kindern ihrer geliebten Kommune zu schenken, dann geht die Schere zwischen Arm und Reich zusammen wieder und die sozusagen die Milliardärskönige sind wieder Bestandteil
ihrer Kommunen sozusagen. Und das läuft dann alles freiwillig ab, ohne Enteignung, ohne den Aufstand der schweigenden Lämmer und so weiter, mit denen sowieso kein Staat zu machen ist sozusagen. Ja. Ja, also kein Mensch braucht Mausfeld sozusagen, ja. Gut, also so viel für jetzt. Also Kralls Zentralirrtum geklärt und am Ende, dafür hat sich niemand verschworen, die größte Gefahr für die Menschheit, und da ist das der einzige Punkt, wo Albert Einstein mal recht hatte, ist die Dummheit, denn die Dummheit der Menschheit dürfte unendlich sein. Und der naturwissenschaftliche Bildungsmangel ist einfach bei den Politikern, bei den Medien einfach so groß, dass sie eben sozusagen deswegen expertenhörig sind, medizinhörig sind, Pharmaindustriehörig und so weiter. Und wo die Pharmaindustrie und Medizinindustrie sagt halt nicht nein und verdient halt das Geld, was sie jetzt machen kann, dadurch, dass die ganze Welt sie für Götter in Weiß hält und ihnen an den Lippen hängt und jedes Wort glaubt, ohne mit einer naturwissenschaftlichen Kritikfähigkeit jedes Wort zu analysieren, was die sagen, und dann einfach zu sagen, ja, hoppla, hat der König denn überhaupt Kleider an oder ist der König nackt? Ne? Also hier, sie behaupten das und das. Wo sind denn die naturwissenschaftlichen Beweise für diese Behauptung? Ja, sie behaupten das und das. Ja, wo ist denn der naturwissenschaftliche Beweis dafür? Ja, also und so weiter. Ja, aber dazu muss man eben eine naturwissenschaftliche Ausbildung haben. Und das ist das Dilemma, dass die Dummheit der Menschheit unendlich ist und die naturwissenschaftliche Grundausbildung fehlt und damit auch die Kritikfähigkeit fehlt. Und dann glaubt man halt jedem, den man einmal für einen Experten hält sozusagen, dem glaubt man alles und hat überhaupt keine Fähigkeit zu fragen, ja hoppla, ja, ein naturwissenschaftlicher Beweis ist etwas ganz anderes als eine reine Behauptung. Ja, ne? Alles klar, gell? So viel für jetzt. Tschüssi.